Ein Crash mit Tempo 50. Fatal, schon bei dieser Geschwindigkeit. Polizei, Feuerwehr, Ärzte und Sanitäter demonstrieren, wie ihre Rettungsarbeit ineinander greift. Es muss vor allem schnell gehen. Und jeder Handgriff sitzt dabei. Um den Verunglückten sicher aus dem Wrack zu retten, nehmen die Feuerwehrleute das Dach des Fahrzeugs ab. Die Übung findet 2011 im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche in Kirchheim-Teck statt. Eine Woche lang können die Stadtbewohner an vielen verschiedenen Aktionen zum Thema Sicherheit teilnehmen. Der Crash ist der Auftakt. Und das alles zeigt uns die Rettungskarte, wo die Batterie sitzt oder wo der Tank sitzt. Somit haben wir eigentlich gleich gearbeitet. Achtung, Adakus gehört auch dazu. Ein spielerisches Programm. Es bringt Vorschulkindern bei, wie sie die Straße überqueren. Die Teilnahme ist für die Sprösslinge kostenlos. So, und jetzt drücken. Ein weiteres Programm ist für die Schulanfänger gedacht. Hier lernen die Kinder, eine echte Straße zu überqueren. Je öfter sie das üben, desto sicherer sind sie später alleine unterwegs. Wenn ich jetzt aus 50, 60 eine Vollbremsung mache und ihr habt gesehen, wie schnell das der Meterstab vorgeflogen ist. Der Kurs Achtung Auto zeigt Heranwachsenden, wie wichtig es ist, richtig angeschnallt zu sein. Das wäre das zweitschlechteste, weil da ist nur der Beckengurt da. Und das drittschlechteste, wieder unter der Arm, ist dieses. Und ein Bremstest mit Tempo 30 und Tempo 50 macht klar, was eigentlich den Anhalteweg eines Autos beeinflusst. Boah, ich kipp gleich um. Für junge Autofahrer hat der ADAC sein Fahrsicherheitstraining neu auf die Beine gestellt. Eine Rauschbrille simuliert 0,8 Promille. Und schon wird eine einfache Übung zum Problem. Auch Ablenkung spielt im Training eine Rolle. Wer eine SMS während des Fahrens schreibt, riskiert im realen Verkehr ganz klar einen Unfall. Dafür wollen die Trainer die jungen Fahrer sensibilisieren. Und ein weiterer Test zeigt, wie reaktionsschnell die Teilnehmer sind. Noch ein Highlight, diesmal für Senioren. Der ADAC stellt sein Pedelec vor. Radfahren mit Batterieunterstützung. Viele Senioren sind an der neuen Technik interessiert. Der ist automatisch gesichert. Das Rad verhilft zu neuem Freizeitgenuss. Ich probier's aus. Auch der mobile Prüfdienst gastiert auf der Verkehrssicherheitswoche. Die technischen Prüfer des ADAC checken Stoßdämpfer, Bremsen, Tachometer, Bremsflüssigkeit und Batterie. Das Mobil ist mit modernster Messtechnik ausgestattet. Den ganzen Tag über lassen die Fahrzeughalter ihre Autos durchchecken. Auch ein Beitrag zur Verkehrssicherheit.